Gut, dann erlaube ich mir gerade ein paar Worte zu sagen zu dem Herrn Reinhard Karl, für die, die ihn nicht kennen. Und den Rest wird Herr Karl dann selber über sich sagen. Reinhard Karl ist Journalist und Filmemacher und seine Leidenschaft und seine Begeisterung ist, dass er mit der Kamera durch verschiedene Schulen zieht oder gezogen ist und dort zeigt oder aufnimmt und dann dem Rest der Nation zeigt, was anders im Schulsystem machbar wäre. Ja? Und sein Klassiker unter den Filmen, er hat viele Filme gemacht, sein Klassiker unter den Filmen ist eben Treibhäuser der Zukunft von 2004, den im Grunde jeder kennt, der sich irgendwie mit dem Bildungssystem beschäftigt, oder fast jeder. Ja. Und die Armen, die das jetzt nicht kennen. Vielleicht war das, ich bin da noch nicht so wertungsfrei scheinbar. Wer es nicht kennt, soll jetzt aufsteigen. Ja, und hat viele Preise bekommen, er arbeitet mit vielen Sendern und Zeitschriften zusammen. Meine persönliche Verbindung zu ihm ist wirklich, dass er auch irgendwie noch, so wie gestern André Stahl gesagt hat, noch so das Kind in sich hat, dass er wirklich mit Leidenschaft daran geht und verschiedene, und die Idee hat, etwas zu verändern im Bildungssystem und das hauptsächlich über Bilder macht. Das wäre so, was ich von dem Herrn Reinhard Karl weiß und gerne weitergeben möchte. Und ich freue mich sehr, dass er wieder ist. Ja, vielen Dank. Also eine Sache, aber das muss auch nicht vollständig sein, fehlt, vielleicht mit die wichtigste ist, dass ich aus der Filmerei und dieser kleinen Produktion Archiv der Zukunft, vor allem nach diesem Film Treibhäuser der Zukunft, zunächst so aus einer, sagen wir mal, gewissen Notwehr entwickelt, ein gleichnamiges Netzwerk Archiv der Zukunft ergeben hat. Also mit Notwehr meine ich, wenn nach so einer Sache am Tag 15 Mal das Telefon klingelt und es nicht nur so schöne Einladungen sind, sondern auch so unbeantwortbare Fragen wie, welches ist denn nun die beste Schule in Paderborn, ist die Frage, was kann man, wie kann man das fernhalten, oder macht man etwas draus? Und was wir daraus gemacht haben, ist dieses Netzwerk mit inzwischen ungefähr 1500 Mitgliedern, Personen und aber auch Organisationen. Und im Herbst ist sogar nach einem Beschluss des Stadtrats die Stadt München Mitglied geworden, nachdem jemand, der bei uns Mitglied ist, vorher Schulreferat in Herford war, in München, das wurde. Und gestern hatten wir unsere Mitgliederversammlung in Hamburg. Und da soll ich auch schön grüßen, wenn ich soll bitte die Piraten entern. Das gebe ich jetzt weiter. Also, was jetzt nun das Thema betrifft, glaube ich, besteht das, was man so Bildungssystem oder Bildungslandschaft oder Schulen nennt, in einem merkwürdigen Verpuppungszustand. Also man kann es gleichermaßen beschreiben als eine extrem erstarrte und vielleicht sogar als fast die erstarrteste Institution, die wir haben, vielleicht die einzige, die noch mit voller Überzeugung, nein, intern nicht, aber doch von außen, aber auch in vielen Zuschreibungen, also sagen wir mal mit großen Überzeugungen, sich als so eine Art Planwirtschaft versteht, also Bildungsplanwirtschaft. Und immer noch sind Bildungspläne, Lehrpläne, Zentralabiturpläne und so weiter eines der grundlegend, also sozusagen das stärkste Wasserzeichen in dem System. Und daran glauben auch manchmal etwas halbgläubig, aber irgendwie in der Tiefe auch die meisten Lehrer, Eltern und auch viele Schüler. Dass nämlich es sozusagen so ein Ensemble des richtigen Wissens gibt, das irgendwo wenn es in die Schulen transferiert wird, in so etwas wie Lehrplänen definiert ist und dann wird das vermittelt oder unterrichtet. Und fast jedes Gespräch mit Lehrern, auch progressiven und sonst wie, noch stehe ich ja nicht im Bild, weil ja keins da ist, landet sehr schnell bei den Fragen, was man denn eigentlich alles so viel unterrichten muss und der Stoff und so weiter. Und dann sage ich gerne, diejenigen, die etwas anders machen,
wollen als Pädagogen, sollten so eine Art Gelübde abgeben, dass sie das Wort Stoff nicht mehr benutzen und den Dealern überlassen, weil es um etwas ganz anderes geht. Was ich damit sagen möchte ist, und das glaube ich gilt auch für die oder viele der hier Versammelten, die ich ja jetzt nicht kenne, aber das Hauptproblem sind die Bilder, die wir davon haben. Und mit Bildern meine ich jetzt nicht fotografische Filmbilder, obwohl es damit auch etwas zu tun hat, sondern man könnte auch sagen, also das, was Musil in seinem Roman Mann ohne Eigenschaften genannt hat, den Möglichkeitssinn. Also die Muster, in denen wir uns etwas vorstellen können. Und die meisten können sich Schule irgendwie nur vorstellen, dass man da irgendwie in Reihe und Glied sitzt und jemand steht, also ein bisschen so wie jetzt, das ist ja manchmal auch sinnvoll, aber eben auch als Pensum und eigentlich immer noch das, was dort stattfindet, bestimmt durch das Belehren und die Lehre und dass das Lernen gewissermaßen die passive Seite der Belehrung ist und nicht nur die Hauptsache, sondern etwas ganz anderes und das wirklich ganz, also was das Belehren auszeichnet, ist eben die Illusion und es ist eine Illusion des sicheren Wissens, dass man irgendwie vermitteln kann, auf irgendwelche so Fließbänder stellt und dann soll es ankommen und es wundern sich dann alle, dass es nicht richtig ankommt. Und das liegt daran, dass man die falschen Schüler hat. So, sehr kurz gesagt. Dabei kann es so nicht ankommen, weil jeder etwas auf eine etwas andere Weise lernt. Und wenn man den Hauptfaktor des Lernens, nämlich Verstehen und Missverstehen und aus seinen Missverständnissen etwas zu machen, wenn man das sozusagen rauskürzt, dann passiert das, was man eigentlich wissen kann, aber was so und was alle wissen, aber was so verleugnet wird, nämlich dass von dem Wissen in der Schule so unglaublich wenig übrig bleibt. Also im letzten Jahr hat der jemand, der nun überhaupt nicht in Gefahr steht, irgendwie ein Panikmacher oder gar ein Pirat zu sein, Gerhard Roth, Hirnforscher und Präsident der Studienstiftung des Deutschen Volkes, also sozusagen der Eliteinstitution für Bildung, ein Buch über Bildung geschrieben und es mündet unter anderem darin, dass alle Studien darüber, was 5 Jahre nach Ende der Schule an Schulwissen geblieben ist, darin übereinstimmen, dass das gegen Null tendiert. Also dass der Wirkungsgrad so unheimlich gering ist. Und wer das nicht glaubt, weil man will das ja nicht, aber wenn es bleiben gewisse Fähigkeiten, das lässt sich nicht vermeiden, ja? Aber das Wissen, das doch so das Credo ist, langsam kommt die Schule wäre auch Kompetenzen zu vermitteln, aber das wird dann auch schon jetzt wieder so verdinglicht. Aber diese Wissenskonstruktion, die geht so wenig auf. Also ein Beispiel, das es, glaube ich, sehr klar macht, ein anderer Hirnforscher, Manfred Spitzer aus Ulm, macht gerne bei seinen Vorträgen, die sehr spannend sind, so nach 1,5 Stunden eine kleine Unterbrechung und sagt so, meine Damen und Herren, die meisten von Ihnen sind ja Lehrer, wir machen eine Studie, da müssen Sie uns helfen. Meine Assistentinnen, natürlich Assistentinnen, verteilen jetzt an jeden von Ihnen ein DIN A4-Blatt, Sie können auch mehr haben. Und in der nächsten Viertelstunde schreiben Sie mal so bitte nur so die wichtigsten Elemente der Mathematik der Oberstufe auf. Formeln, was Sie so gelernt haben, was Ihnen, also nur eine Viertelstunde lang. Und das sagt er sehr ernst, keiner lacht. Dann steht er da, dann geht sein Gesicht in ein Grinsen über und es kommt ein donnerndes Lachen, ein befreiendes Lachen zurück. Weil alle wissen, dafür brauchen Sie kein DIN A4-Blatt. Da würde auch eine Streichholzschachtel reichen, wenn man nicht gerade zufällig Mathe- oder Physiklehrer oder Ingenieur geworden ist. Ja? Oder wenn man ganz normalen Leuten, das würde ich gerne mal machen, in der Kultusministerkonferenz sagt, so, meine Damen und Herren, nun rechnen Sie bitte mal schnell die inklusive Mehrwertsteuer von 26,70 Euro aus. Dabei ist das ist Dreisatz und jetzt in der Schullogik Stoff, der 7. oder 8. Klasse. Ja? Aber, und das ist jetzt sozusagen der Clou, es geht jetzt gar nicht um eine Entlarvung, Spitzer in seinem Vortrag macht dann weiter und sagt, daran wird deutlich, wie unser Gehirn arbeitet oder wie wir lernen,
Denn das Gehirn ist nichts anderes als das Protokoll seiner Benutzung. Und wenn wir den Dreisatz nach der letzten Klausur über den Dreisatz nicht mehr angewandt haben, dann vergessen wir das und zum Genie unseres Lernorgans gehört nicht nur, dass es etwas aufnehmen kann, sondern auch, dass es vergessen kann. Und wer nicht vergessen kann, das ist eine ziemlich starke psychische Erkrankung. Die sieht nur genial aus, ist schrecklich. Das heißt, jeder entwickelt sein Ensemble von Wissen. Und das ist eigentlich der wichtige und interessante Punkt, dass jeder nicht nur auf eine etwas andere Weise lernt, sondern jeder auch etwas anderes gelernt hat oder mitbekommen hat. Also mir geht es, nicht häufig, ist übertrieben, aber manchmal so, wenn ich einen Film gezeigt habe, werde ich nachher angesprochen auf Szenen in einem Film, die definitiv nicht drin waren. Weil nämlich beim Betrachten setzt sich der Film im Kopf zusammen und der verbindet sich mit anderen Sachen, die jemand gesehen hat und das hat man in gewisser Weise gesehen. Also jeder sieht einen anderen Film, jeder ist hier heute bei einer, also in einer Hinsicht, bei einer anderen Veranstaltung. Und diese eigentlich ja wunderbare Tatsache, dass wir verschieden sind und dass jeder auf seine Weise andere Dinge weiß, beherrscht, genau sieht, aber auch andere blinde Flecken hat, ist ja die Voraussetzung für Kommunikation. Also wenn wir alle das Gleiche wüssten, hätten wir uns ja nichts zu sagen. Dann bräuchten wir auch keine Sprache, dann würde irgend so eine Pfeifton-Rückkopplung entstehen. Und diese Tatsache der Verschiedenheit wird auch von Schulen mehr und mehr entdeckt, aber auch wiederum halbherzig. Es gibt dann diese große Debatte jetzt über Heterogenität. Und die Kultusministerien diskutieren darüber, über den Umgang mit Heterogenität. Nicht über den Umgang mit verschiedenen Menschen, sondern über den Umgang mit dieser aparten Person Heterogenität. Ja? Und das ist eine etwas andere oder gar keine Geschichte. Remo Lago, auch macht bei uns auch im Netzwerk mit, ist inzwischen emeritierter Professor für Kinderheilkunde und Generationen von Eltern kennen sein Buch Babyjahre und dem folgten andere und er hat von Zürich aus die größte europäische Langzeitstudie gemacht über Kindesentwicklung, nämlich bis sie Erwachsene sind. Und das Ergebnis, wie er es zusammenfasst, heißt, jeder ist anders, alle sind verschieden und sie werden im Laufe ihres Lebens immer verschiedener. Das könnte man ja auch notfalls auch ohne Studie drauf kommen, aber die Studie hat den Vorteil, dass sie sozusagen die Normalmythen, an die alle mehr oder weniger glauben, nämlich diese Vorstellung, dass auch der Sinn der Bildung darin besteht, dass wir nach einem bestimmten Muster gebildet werden. Also die Aktivität des Bildens liegt irgendwie bei dem Bildungsaggregat, nicht bei den Individuen, nicht auch nur bei den Einzelnen, sondern auch ihrem Zusammenspiel. Also dieses, dass es bei den Einzelnen liegt oder deren Zusammenspiel, wird immer untergeordnet dieser Vorstellung, dass sozusagen so ein Zentralaggregat das macht. Und das sind ganz, ganz tief sitzende Bilder oder Denkvorstellungen. Und jetzt also nicht nur bei irgendwelchen blöden Kultusministern, sondern auch bei, ich würde mal sagen, bei den besten Leuten aus unseren Reihen. Also ich erzählte eine Geschichte. Eine Schulleiterin aus Potsdam, aus der staatlichen, muss man dazu sagen, Montessori-Oberschule, also die hieß früher mal Thälmann-Schule und hat sich dann Montessori umbenannt, arbeitet auch nach Montessori, aber ist jetzt so nicht keine Montessori-Privatschule. Eine Schule, die den Deutschen Schulpreis bekommen hat und wenn das uns so läuft, wie ich es mir denke, sehen Sie sie auch nachher gleich noch im Film.
Also eine Schule, die sehr, sehr umgekrempelt wurde, auch was Architektur und so weiter betrifft. Und wie gesagt, verschiedene Preise, bekam vor einiger Zeit einen Anruf von dem Schulrat aus dem Büro. Liebe Frau Kegler, wir richten Ihnen aus wegen stark abweichender Ergebnisse bei den Vergleichsarbeiten im Lande Brandenburg. Mögen Sie bitte umgehend vorbeikommen. Also Vergleichsarbeiten irgendwie, dritte, siebte, so viele Klassen schreiben, alle die gleichen Arbeiten. Und Ulrike Kegler, die eine wirklich gestandene, starke Frau ist, hat gedacht, was die meisten in der Situation denken würden, scheiße. Dann haben wir alles Mögliche gemacht, kriegen den Schulpreis, sonst etwas. Vergleichsarbeiten sind vielleicht nicht so wichtig, aber wenn man da schlecht dasteht, ist ja auch nicht so gut. Und sie geht hin zum Schulrat, kommt rein und er sagt, liebe Frau Kegler, ich gratuliere Ihnen, verraten Sie uns Ihr Geheimnis. Also auch Ulrike Kegler hat in dieser Situation stärker etwas anderes geglaubt, als das, was sie eigentlich weiß. Also ich würde das jetzt nennen, ein riesiges Problem ist, dass wir dem, was wir wissen oder einigermaßen wissen oder wissen könnten, nicht wirklich glauben, jetzt nicht in irgendeinem theologischen Sinne, sondern in dem Sinne, was uns in den Knochen sitzt, was die Déjà-vus der Bilder, die wir haben, mit den Erfahrungen in der Realität ist. Also, wenn Sie diese Sache nehmen von Spitzer, an dem Abend, ja, die Lehrer lachen beherzt, befreit über diese Geschichte, dass sie ja alle keine substanzielle Erinnerung mehr oder die allermeisten an die Oberstufe haben. Und am nächsten Tag gehen sie wieder in die Schule und machen den ganzen Mist. Und wenn jemand fragt, sagen sie, das braucht ihr fürs spätere Leben. Obwohl sie es so genau wissen von sich selber, dass sie es überhaupt nicht brauchen. Und das ist auch dieses, dass wir nicht dem glauben, dass wir wissen. Und das ist wirklich kein triviales Problem. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn alle möglichen anstehenden, zu diskutierenden Veränderungen nicht auch diesen Nachhall der Subjekte nachgehen, also was wir in einer Stresssituation glauben, also nicht in so einer, jetzt hier Sonntagvormittags, dann kommt man nicht weiter oder nicht in diesen, wenn man so will, kollektiven Lernprozess, auf den es ankommt. Die Hauptkonstruktion, ja auch politisch, ist ja immer, also es gibt Leute, die wissen das Richtige, die werden dann gewählt und dann machen sie es auch. Das ist ja auch bis zu den Grünen und wer weiß, könnte auch den Piraten passieren, sozusagen das gängige Modell, dass man mit der richtigen Position die sogenannten Schalthebel erobert und dann schaltet man an den Hebel. Und da passiert nicht so viel. Das ist die eine Seite und die andere Seite kann man auch sozusagen vertrauensvoll sagen, eigentlich wissen wir alle, worum es geht. Also ein Freund, der ist Professor in Kassel, Olaf Buchow, macht gerne so Workshops, wo er die Leute bittet, sich an positive oder gelungene Situationen aus ihrer Schulzeit zu erinnern. Und die meisten haben wenigstens ein paar, auch wenn überwiegend nicht. Und daraus setzt er ein Bild der Schule zusammen und sagt, wir wissen doch wie. Warum machen wir es denn nicht? Also das ist auf der anderen Seite auch da. Aber es ist eben sehr stark, diese ganz tief sitzenden Bilder. Und vor einigen Jahren war eine Reise so von eher reformerischen, gewerkschaftlichen und so weiter Bildungsleuten nach Schweden. Und wir waren in der sehr interessanten Futurum-Schule in der Nähe von Stockholm, die als sozusagen deren Choreografie eine ganz andere ist. Da gibt es keine Klassenräume. Das sind offene Räume, könnte ich auch gleich was davon zeigen. Und da war auch bei unseren Schulkritikern und so weiter das Gefühl, ja, wann lernen die denn eigentlich? Ja, und die Antwort hier, ja, das. Also weil sehr stark die Vorstellung von Lernen ist, belehrt werden.
und nicht diese merkwürdigen, ungesättigten Wissensmoleküle, die sich bei allen an, also des sogenannten Vorwissens oder was man immer schon ist, die sich bei allen anderen, bei allen auf etwas andere Weise anders verbinden. Das sieht man ja nicht. So, obwohl ich sehr skeptisch bin, was die Lautsprecher betrifft, will ich jetzt versuchen, ein paar Sachen kann man auch wenn man wenig versteht, vielleicht auch dann vom Bild her verstehen. Ich habe mal eine Frage, darf man zwischenfragen? Ja, natürlich. Hier darf niemand dazwischen fragen, wäre noch schön. Was hat Sie denn bewegt, nach Schweden zu fahren? Was hat Sie denn bewegt, nach Schweden zu fahren? Na, die normale Neugierde. In welchem Fall also, gerade Schweden? Sie hätten ja auch nach Spanien fahren können. Ja, das war eben auch die Zeit, als in dieser Zeit nach den ersten beiden PISA-Studien, als das Interesse für Finnland und Schweden sehr stark war. Und es gibt ja einige gute Gründe, dahin zu fahren, nach Finnland und Schweden. Also wie man überhaupt, wenn man irgendwo anders sieht, man immer noch ein bisschen mehr, weil sie haben eine andere Grundmentalität als wir überhaupt. Und das zeigt sich auch in der Bildung. Also mich deswegen gewundert, weil die ja 2007, 2008 in den PISA-Studien richtig abgefallen sind. Ja, aber das ist ein Thema für sich. Ich zeige jetzt mal das. Ja, ja. Und das ist also der Anfang eines Films, der heißt Der dritte Pädagoge. Da geht es eigentlich um Raumarchitektur, was ich für das mit Zentrale halte. Und es gibt ja diesen schönen Satz des italienischen, inzwischen verstorbenen Vorschulpädagogen Loris Malaguzzi. Die anderen Kinder sind für Kinder oder Jugendliche der erste Pädagoge, die Erwachsenen sind der zweite und der Raum ist der dritte Pädagoge. Und am Anfang ist ein jetzt auch so ein bisschen ein Rückblick, der es jetzt auch denjenigen allen, die jetzt zusehen, ermöglicht, noch ein bisschen dieser, was man so nennt, dem kollektiven Gedächtnis oder kollektiv imaginären oder wie immer man das nennt, also was eigentlich unser Inventar von Bildern und Mustern ausmacht, etwas nachzugehen. Ich denke, es ist ein Vorteil, wenn der Film läuft, das Licht auszumachen, dann sieht man etwas mehr. Kann ich da jetzt einfach kochen? Also, kann man langsam. Einmal drücken, dann muss man warten. So, und jetzt müsst ihr alle, oder müssen Sie alle sehr stark die Teleskopohren ausfahren, weil das Mikrolautsprecher wird, oder Mini. Das war die Grammatik der Industriegesellschaft, die jeder in der Schule lernte. Körper und Eigensinn stören. Sie werden stillgestellt. Antworten nur, wenn man gefragt wird. Und fragen, was man tun soll, statt selbst etwas zu wollen. Lernen, arbeiten und marschieren im Gleichschritt. Die Arbeit wurde in maschinelle Module zerlegt. Das Ideal war eine Aufziehpuppe. Menschen wurden auf Außensteuerung umgeschaltet. So, jetzt werden die Netzschalter eingeschaltet. Kopfhörer aufsetzen. Und der ideale Schulraum war eine Art Container. Und dann wird geübt. In Schulcontainern wurden Menschencontainer mit Stoff gefüllt. Diese Initiation ist noch keine vollendete Vergangenheit. Ich kriege bei dem und beim dritten unterschiedliche Farben sprechen für unterschiedliche Zusammensetzung komplexer Baugruppen. Was heißt das? Was heißt das? Dabei hat es bei jedem Kind so vielversprechend angefangen. Nein, Peter, hilf ja!
Lernen ist für sie eine Vorfreude auf sich selbst und auf die Welt. Kinder sind Entdecker, vor allem wenn die Umgebung sie herausfordert. Meister ihrer Welt. Und das wollen sie auch bleiben. Sie wollen in allem immer besser werden. Was du mir trinkst, das ist Tofu-Kopf. Die Kinder hier lernen, indem sie denken. Nicht, weil sie etwas lernen sollen oder etwas lernen wollen, sondern sie lernen dadurch, dass sie in Gedanken bei ihrer Tätigkeit sind und dort weiterdenken. Also sie sind eigentlich in erster Linie Denker und indem sie denken, lernen sie. Zum Denken und Konstruieren brauchen sie Aufgaben, Vorbilder, Gemeinschaften und Orte. Sie brauchen ein Milieu. Auf Expeditionen suchen sie das Unbekannte und sie brauchen ein Basislager. Sie brauchen ein Haus. Sie brauchen eine Art Labor, geschützt und mit Spielräumen. Vor dem Denken kommt die Wahrnehmung und vor der Vernunft kommen die Sinne, auch der Schönheitssinn. Kinder sind heute Inseln in Städten, die eigentlich nicht für Kinder gedacht sind. Gute Kinderhäuser sind keine Schonräume. Sie fordern heraus. Kinder lernen zu unterscheiden und sich zu entscheiden. Die Kinderkrippe Tornquiststraße in Hamburg-Eimsbüttel. Unglaubliche Räume, Landschaften. Gestaltet, aber nicht auf einen Blick überschaubar. Die Kinder werden freundlich empfangen und herausgefordert. Sie erleben eine erste geschützte Öffentlichkeit. Lust am Handeln, am Ausprobieren und Gestalten. Wie sollten Kindergärten und Krippen gelingen, wenn ihre Räume gestaltlos und leer wie Container wären? Der Raum ist der dritte Pädagoge nach den Erwachsenen und den anderen Kindern. Diese Maxime aus der norditalienischen Reggio Emilia hat die Bildungswelt verändert. Den Krippen und Kindergärten folgen die Schulen. Zumal Grundschulen verstehen sich als Orte für Kinder. Sie versprechen Zugehörigkeit, ermöglichen Stolz, ja, sie bieten eine Heimat. Die Wartburg-Grundschule in Münster ist so eine Schule, ein einladender Ort. Im Dezember 2008 wurde die Wartburg-Grundschule mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. Die Schule wurde um den Versammlungsplatz, das Forum, herum gebaut. Von dort geht es zu den Lernhäusern. Sie gehen wie Hausboote, die an einer Hafenpier ankern, vom Foyer ab. Die Wartburg-Grundschule hat im Laufe ihrer mehr als 30-jährigen Biografie mehr und mehr die Kinder als geborene Lerner entdeckt und bietet ihnen dafür Raum, viele Gelegenheiten
und Anerkennung durch die Erwachsenen. Ein Glücksfall, dass diese Pionierschule 1995 den passenden Neubau mit einer pädagogischen Architektur bekam. Die Lernhäuser sind kleinen Dorfschulen nachempfunden. 4 Klassen gehören zu jedem Lernhaus. Wie auf dem Dorf aus. Aus den 4 Lernhäusern geht es direkt auf die Wiese. In dieser Lernlandschaft darf jeder anders sein. Das Milieu schützt bei diesem Wagnis, man selbst zu werden. Die Individualisierung des Lernens und die Zusammenarbeit der Kinder sind wie 2 Pole, die sich gegenseitig steigern. Wenn am Anfang des Schuljahres die Erstklässler kommen, dann sehen die das, wie die Zweitklässler arbeiten und machen das sofort mit. Wir haben ganz wenig Arbeit damit, den Kindern das so beizubringen. Die gucken sich das ab und dann läuft das. Je eigenständiger die Kinder werden, desto mehr Gemeinschaft brauchen sie. Das Material ist ein gemeinsames Gedächtnis. In dieser vorbereiteten Umgebung stecken auch der Anspruch und das Zutrauen der Erwachsenen. Dadurch, dass die morgens die Freiarbeit machen und sie aus ihrer Hängekartei sich selber ihre Arbeit holen, sind sie das gewohnt, dass auch jeder etwas anderes arbeitet. Wir haben hier die Ablagen, da legen sie ihre fertige Arbeit rein, die gucken wir jeden Tag nach und dann geht das also wieder hier in diese Hängekartei. Da haben die Kinder jeweils zu ihrem Stand ihre eigene Arbeit drin. Sie gehen morgens daran und gucken, was muss ich machen, was muss ich verbessern, Geldzettel, da ist was zu verbessern. Und wenn sie das erledigt haben, können sie sich überlegen, ob sie weiterarbeiten oder ob sie lieber Mathematik machen, ob sie Sachkunde machen oder ob sie Sprache machen. Und dann gehen sie und holen sich ihre Arbeit hier raus und fangen an zu arbeiten. Und das Kram ist auf jeden Fall besser als das alte. Ja? Ja, es hat jetzt 20,99 gekostet. Und vorher ist ja so ein Billigkabel. Ich hoffe, das lohnt sich, ne? Sollen wir erst eine kleine Probe durchlaufen? Nee. Ein Meister und sein Famulus. Das ist die Mädchentoilette mit indischen Motiven. Und nebenan die Jungentoilette japanisch. Die Stadtbibliothek unterhält in der Schule eine Zweigstelle. Nach dem Mittagessen beleben sich die Zwischenräume. 100.000 Euro. Mit 100.000 Euro ist der erste Platz beim Deutschen Schulpreis dotiert. Fair. Ich möchte auch noch eben ganz kurz zu den Preisen zurückkommen. Ich freue mich auch immer noch riesig, und ich bin die Kraft der 40. Ausweis in Deutschland. Das wollte ich nur eben sagen. Ich sage mir immer, was ich noch auf der Tagesordnung habe. Artikel für den Wartburger Kurier, Schulparlamentswand, 100.000 Euro, erste Vorschläge wahrscheinlich. Also, dass meine Schule sich dreimal so groß baut, sage ich mal, aber dass man auch einen kleinen Teil da dran baut, so eher so Ruhe angesagt ist und so, dass dann die Schulkinder
in den Pausen dann mal hinlegen können und ausruhen. Florina. Alle Klassen bis 10. Also du meinst, dass du dann nach Klasse 4 gar nicht zu einer anderen Schule gehst, sondern dass du hier dann bleiben kannst. Ja, und dass die Klasse 6 und die Klasse 7 und die Klasse 8 gehen. Super. Ich schreibe mir das mal auf. Es kommt darauf an, wie Räume belebt werden. Und genau das, was man jetzt also eben gesehen hat als Idee, hat die Schule in den Jahren darauf entwickelt, nämlich ein Konzept, kann man auf der Homepage der Schule sich genau ansehen, ein Konzept, wie sie als Grundschule hochwächst bis zur 10. Klasse und vielleicht darüber hinaus. Das war trotz des Deutschen Schulpreises zu Zeiten der alten nordrhein-westfälischen CDU-Regierung wohl nicht möglich. Es ging hin und her, vielleicht wäre es auch möglich geworden. Und jetzt mit der neuen, also die jetzt ja schon wieder und so weiter, wird das möglich. Und ich denke, das genau ist ein Akzent, ein Beispiel, wie das, was man so Schulreform nennt, laufen kann. Dass sich nämlich eine Schule entschließt, das und das sein oder werden zu wollen. Und solche Dinge, die scheinbar etwas nicht so im Zentrum stehen, nämlich wie die Toiletten und die Haltung des Hausmeisters, sind ganz zentral. Also ein ganz guter Mann, der frühere Bremer Bildungssenator Lemke, hat es durchgehalten in seiner Tätigkeit, jede Woche einmal eine Schule zu besuchen. Und, er ist immer zuerst auf die Toilette gegangen. Also nicht unbedingt, weil er musste, weiß man nicht, sondern weil auf die Toilette ganz viel darüber erzählt, wo man ist. Und eine sehr gute Frau, Doris Fratton aus der Schweiz, die hat mal eine Kindergarten-Ausbildungsstätte geleitet und kam dann mal mehr in die Verlegenheit, eine Schule einrichten zu sollen oder einen Kindergarten, das weiß ich nicht genau, und hatte damit das Ding ihres Lebens gefunden. Das ist das, was ich machen will, das kann ich. Und das macht sie seitdem in großartiger Weise. Und ich zeige gleich eine Schule, die sie eingerichtet hat. Doris Fratton hat bei einer Schule in Romanshorn die Schülerinnen und Schüler gefragt, welches ist denn euer wichtigster Ort? Und bei den Schülerinnen war es der Vorraum der Toilette, der Spiegelraum. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, naja, so war die Frage nicht gemeint. Oder man macht daraus einen sehr schönen Raum. Und das haben wir gemacht. Und das, finde ich, sind so, wie soll man sagen, so Geschmacksproben davon, worum es geht. Also, dass die ganz großen Sachen, um die es natürlich geht, im Kleinen stattfinden. Also zum Beispiel darin, ob auch die Toilette ein Kultivierungsort ist oder ein Scheißort. An all den Sachen zeigt sich die Haltung und die Wertschätzung. Also mit, wie die das in Münster in der Wartburg-Grundschule gemacht haben, die Toiletten mit Künstlern. Und nun kann man natürlich sagen, nehmen wir mal an, es gäbe eine Partei, die sagen würde, ja genau, sowas wollen wir machen und führt Wahlkampf. Und dann kommen die Leute und sagen, es ist alles ganz schön und gut, aber das kann doch keiner bezahlen. Zumal in diesen Zeiten. Und da gibt es ein Argument. Also auf solche Diskussionen muss man sich ja, wenn man auch Wahlkampf führt, gefasst machen. Die Leute von McKinsey, ausgerechnet von McKinsey, könnte man vielleicht sagen, haben vor ein paar Jahren ein Projekt gemacht, McKinsey bildet. Da ging es vor allem um Vorschule, Grundschule. Und sie haben in der Art, also kennen Sie nicht diese Unternehmensberater, eine Studie gemacht, was ist die Rendite von Bildung? Da kann man natürlich sagen, oh, falsche Frage. Man kann aber auch sagen, sehr interessante Frage.
Wir haben eine sogenannte Meta-Studie gemacht, das heißt also vorhandene Studien gewissermaßen wie auf transparentem Papier übereinandergelegt. Und das Ergebnis dieser Meta-Studie war, dass Bildung zumal in den frühen Jahren eine Rendite für die Einzelnen und für die Gesellschaft von 12% bringt. Und wenn es eine Bank gäbe, die 12% geben würde, wäre man ein ziemlicher Idiot, wenn man da nicht hinginge. Interessant ist, dass nach der Veröffentlichung dieses Ergebnisses das Institut der deutschen Wirtschaft, in Klammern arbeitgebernah, Zweifel daran hatte und hat den McKinsey-Leuten gesagt, zeigt uns mal eure Unterlagen, das glauben wir nicht. Und die haben nachgerechnet und sind auf 13% gekommen. Und die OECD macht seit ein paar Jahren in ihrem jährlichen Bildungsbericht Education at a Glance nun auch eine Rechnung über Bildungsrendite und weltweit gehen sie von 15% aus. Könnte man jetzt sagen, wer bietet mehr? Eine bessere Schule würde noch mehr bieten. Nur, wenn man das sieht, dann wird endgültig deutlich, was ja in Sonntagsreden auch schon manche sagen, Bildung sind keine Kosten, sondern Investitionen. Aber das ist auch wieder so eine Frage, ob man dem, was man weiß, glaubt. Denn wenn man dem glaubt, dann würde man es wirklich als Investition behandeln und würde nicht mehr sagen, dafür haben wir kein Geld. Weil es gibt sozusagen keine bessere langfristige, wenn man jetzt auch einfach mal so quasi betriebswirtschaftlich denkt, Geldvermehrung als gute Bildung. Ja, und der Spruch, der dann ja so gebraucht wird, also man kann eben nur jeden Euro einmal ausgeben oder wird dann gesagt, man kann doch nur jedes Stück Kuchen einmal essen, da wäre die Gegenparole, Bildung ist nicht Kuchen essen, sondern Kuchen backen. Und das ist was ganz anderes. Und daran muss man jetzt, in dieser Spur, daran muss man glauben, um das auch zu vertreten, denn es gibt keinen Grund, da halbherzig zu argumentieren, weil man kann auch mit den sozusagen allerhärtesten Fakten argumentieren. Das ist jetzt keine Sache, dass es eben doch schöner wäre, man hätte eine gute Bildung als eine schlechte Bildung. Es ist schlichterdings notwendig. Und eine gute Bildung ist eben nicht eine Verstärkung sozusagen der Inputmaschine, sondern eine Verbesserung des Milieus. Damit diejenigen, die Einzigen, die lernen können, und das sind die Kinder und Jugendlichen, es wollen. Und dass sie es wirklich wollen. Da beginnt es ja schon. Also, wenn man hört, ich sage den Satz eben zu Ende, wenn man die meisten Lehrer oder Erwachsene oder vielleicht manchmal sogar auch sich selbst reden hört, Wie sagt jemand jetzt, die Schüler, die machen jetzt, was sie wollen. Ja? Das ist so, jetzt machen sie schon wieder, was sie wollen. Also irgendwas so am Rande von Anarchie und Vergeblichkeit. Und es ist so selten, dass sie sagen, ha, die machen, was sie wollen. Also diese Betonung von Wollen in das System reinzubringen, wäre es. Und in dem ganzen Bildungssystem, am stärksten bei Lehrern, das ist so beherrscht von diesem Müssen. Ich war diesen Gedanken noch, und dann unterbreche ich mich. Ich war in dieser Woche einen Tag in Vorarlberg in Österreich eingeladen von so einer Gruppe von 25 Gymnasiallehrern. Also zwei von denen waren bei einem Kongress, den wir in Bregenz gemacht hatten, fanden das gut. Es war ein guter Tag, will ich jetzt nicht zu viel erzählen, aber die ganze Diskussion war völlig durchtränkt von diesem Müssen. Die konnten sich gar nicht richtig vorstellen, dass sie was wollen. Weil sie schon immer gleich, wenn irgendwie einer anfing, was zu wollen, haben gesagt, aber wir müssen doch. Und ich glaube, das ist sozusagen der Wandel, der ansteht. Aber das Wollen ist natürlich etwas risikoreicher als das Müssen. Bitte. Ich habe zwei konkrete Nachfragen. Einmal hatten Sie eben gesagt, die Kinder und Jugendlichen wären ja die Einzigen, die lernen könnten. Oder ich habe sie zumindest nein, die, verstanden. Nein, die Erwachsenen können auch lernen. Nein. Ich meine nicht, dass sie die Einzigen sind, die lernen könnten. Im Gegensatz, dass Erwachsene nicht lernen. Aha. Sondern
in der Schule, die Schüler selbst müssen lernen. Es funktioniert nicht dadurch, dass ihnen was beigebracht wird. Auf diesen Unterschied wollte ich raus. Ja? Sie müssen selber lernen und nicht ihr ganzes Leben lang immer fragen, Mutti, was soll ich denn jetzt tun? Weil da lernt man nichts. Da tut man im besten Fall so, als würde man lernen. Da lernt man zu blöffen. Da lernt man, die nächste Klausur gut zu schreiben und anschließend, man hat dann gelernt, die meisten, ja, bis zum Abitur, zum Beispiel was Naturwissenschaft betrifft, die ja nicht uninteressant sind, damit will ich nie wieder was zu tun haben. Das haben sie gelernt. Und das andere ist weitgehend vermüllt worden. Und wenn ich jetzt sage, nur die Kinder und Jugendlichen selbst können lernen, dann meine ich das im Sinne dieses Wollen. Natürlich lernen wir genau auch. Das ist ja klar, das wäre schade. Haben Sie falsch verstanden? Ja, nee, aber so läuft es ja. Man versteht es falsch und erklärt man es. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar an dieser Wartburg-Grundschule. Da wurde eine besondere Betonung draufgelegt. Also da wurde so eine Lehrerin interviewt oder hat was von ihrer Schule erzählt. Und die hat also gesagt, morgens holen sich die Kinder ihre Aufgaben aus dieser Hängerkartei da. Ja. Da sehe ich immer ein Problem drin, denn mit diesem Morgens, da ist irgendwie diese Vorstellung verknüpft, dass da ist irgendjemand, der entscheidet, um 8 Uhr morgens geht's los, meinetwegen, da müssen alle Kinder da sein, da sind wir schon wieder bei diesem Müssen. Und das war für mich zum Beispiel immer ein sehr großes Thema in meiner Schulkarriere. Ich muss eigentlich muss ich gar nicht um 6 Uhr morgens aufstehen, aber ich muss es irgendwie trotzdem, weil ich sonst asozial bin. Mhm. Da hatte ich damals ein sehr, sehr, sehr schlimmes Problem mit. Da habe ich jetzt auch immer noch ein Problem mit, wenn ich mir vorstelle, dass es in Deutschland Kinder gibt, die das vielleicht genauso empfinden, ne? Die vielleicht auch mal gern bis 9 schlafen würden oder sowas, das aber nicht können, weil die Schule eben halt dann anfängt, wenn sie anfängt. Mhm. Da ist also so eine Form von Zwang schon drin, der von der Architektur, sag ich mal, also von dem, was man landläufig unter Architektur versteht, weit entfernt ist, aber der dann doch in der metaphorischen Bedeutung des Wortes vielleicht auch zur Architektur von Schule gehört. Mhm. Ne? Also wie bauen wir eine Schule? Wir bauen die, indem wir alle Kinder um 6 Uhr morgens wecken und die antreten lassen. Mhm. Ne? Nein, würde ich nicht sagen. Ich würde nie im Leben auf den Gedanken kommen, das sei ein sinnvoller Ansatz für Schulen. Ich sage nicht, dass dieser Ansatz verboten sein sollte für eine Schule. Ich sage aber, dass auch alternative Ansätze möglich sein sollten in einem Schulsystem. Wie auch immer. Ja, das glaube ich auch, dass man das Ganze stärker als eine Verabredung ansieht und dass man es auch erträgt, dass jemand etwas vermutlich für eine Zeit nicht will. Darf ich das als Frage formulieren gerade? Ja. Ist das in der Wartburg-Schule als Pflicht oder gibt es da so eine Art Gleitzeit für Schüler? Eine Gleitzeit gibt es, aber die ist irgendwann zu Ende. Also die Gleitzeit geht nicht bis Nachmittag. Zumindest ist der Ansatz. Ja, das ist da und man muss ja jetzt, finde ich, zwei Sachen unterscheiden. Also alles, was wir uns oder was sich jemand vorstellen kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was man bei Schulen, die interessant sind, beschreiben kann, die auch ja nicht am Ende der Geschichte angekommen sind. Aber das ist wahrscheinlich der schwierigste Punkt und wirklich auch die Nagelprobe von Vertrauen in die anderen, also in die Kinder und Jugendlichen in dem Falle, dass nicht alle schon gar nicht zur gleichen Zeit das Gleiche wollen, das geht ja sowieso nicht, und dass man auch Nein sagen kann. Also ein Film, wahrscheinlich kommen wir nicht mehr dazu, dass ich den auch noch zeige, obwohl der mit der interessanteste ist, über ein Projekt auch dieser Potsdamer Schule, wo die Schüler in den 7. und 8. Klassen in der Pubertätszeit ein Viertel der Zeit nicht in der Schule sind, sondern das Grundstück am Schlenitzsee heißt es, ein ehemaliges Stasi-Heim kultivieren. Und die wichtigsten Personen sind da nicht die Lehrer, sondern ein Landwirt und ein Bootsbauer. Und in einem Interview mit dem einen Matthias Peters, was ihm da am meisten an den Schülern auffällt, sagt er einen wunderbaren Satz. Er sagt, aufrichtiges Interesse und dann nach einer kurzen Pause und auch aufrichtiges Desinteresse. Und das ist der Punkt. Weil man auch, es ist ganz logisch und auch das kann man, da kann man eigentlich leicht drauf kommen, dass es kein aufrichtiges Interesse gibt, das auch nicht mit einem aufrichtigen Desinteresse verbunden wäre, weil alles andere ist Lüge und Heuchelei und dieses typische, schreckliche,
typische Rumgeblöffe. Das lernt man. Und da geht ja, wenn man das jetzt mal energetisch sieht oder von mir aus mit McKinsey-Augen, ja, was geht da für Energie im Blöffen verloren? Und man kann eben zu irgendetwas nur dann Ja sagen, wenn auch das Nein erlaubt ist. Und wenn das Nein verboten ist, stimmt die ganze Kiste nicht. Und das muss man ertragen. Diejenigen, die das zulassen, die werden sehr positiv überrascht, weil sie nämlich das erfahren, was der erfährt, aufrichtiges Interesse und aufrichtiges Desinteresse. Und davor haben gerade die Lehrer eine teuflische Angst. Und deshalb machen sie diesen schrecklichen Zirkus, der so anstrengend ist und bei dem so wenig bleibt und wo man immer stärker denkt, das ist wie ein unglaublich aufheulender Motor, der nur leider nicht mit dem Getriebe verbunden ist. Und je weniger sich dieses Auto bewegt, umso mehr drückt man aufs Gas. Bei Fragen haben wir. Meinen Sie, dass Kinder Schule brauchen zum Lernen? Weiß ich nicht. Ich würde diese Frage für mich jetzt so beantworten. So wie unsere Welt ist, auch mit den Schulen, ist das ein überwiegend schlechter, aber entscheidender und wichtiger Ort. Und wenn man jetzt mal hypothetisch vorgestellt sagen würde, wir schaffen morgen die Schule völlig ab, würden wir merken, dass draußen nicht das Leben ist, sondern der Straßenverkehr. Also ich würde sagen, es geht darum, die Schule zu kultivieren und nicht abzuschaffen. Und was aus diesem Kultivierungsprozess einmal wird, das können wir gar nicht wissen und muss man auch, finde ich, gar nicht. Also weil man es nicht wissen kann, kann man das dann jetzt auch sein lassen. Die Frage ist, wie geht man weiter? Aber natürlich, die Schule ist geboren als Zwangsinstitution, aber auch als ein Versprechen. Beides. Und das, was vielleicht dasjenige, was am meisten einem auffällt, ist die Zwangsinstitution. Aber aus ihr einen guten Ort zu machen, fände ich eine lohnende Sache. Ich habe es vielleicht schlecht informiert, schlecht formuliert, Entschuldigung. Meinen Sie, dass alle Kinder Schule brauchen, um zu lernen? Nein, man braucht nicht, um zu lernen, Schule. Ich meine, ganz große Sachen lernen alle Kinder vor der Schule und ohne jeden Lehrer. Sie lernen zum Beispiel den aufrechten Gang, sie lernen die Sprache und sie lernen beides. Ich denke, da kann man das hier schön deutlich machen, in einer ganz anderen Art, als man in der Schule lernt. Also nehmen wir diese Sache, den aufrechten Gang. Den lernt man dadurch, dass man fällt und dass das Fallen aufgefangen wird. Das ist auch durchaus eine physiologische Beschreibung unseres aufrechten Gangs. Schritt für Schritt bringen wir uns in Instabilität und fangen die Instabilität auf und so geht es weiter. Und wollte man dieses Element der Instabilität, das Fallen, und das gehört für mich in die gleiche logische Klasse wie Missverständnisse, Fehler und so weiter, wollte man das rauskürzen, dann würde man sich bestenfalls bewegen wie Roboter der ersten Generation, wenn überhaupt. Und bei der Sprache ist es ja auch so, man lernt ja Sprache nicht dadurch, dass die Vokabeln mit einer Excel-Tabelle in die Köpfe importiert oder exportiert werden, sondern aus Lauten, die erstmal, wenn man so will, alle falsch sind. Also jetzt gemessen am richtigen Sprechen. Und in der Schule läuft so, erzählte gerade gestern jemand, der war in Neuseeland, ein Schüler, ein Jahr, kommt zurück und da sagt der Englischlehrer, nun glaub nur nicht, dass du jetzt richtig Englisch kannst. Ja, weil sozusagen Englisch als Prüfungsfach in der Schule ist etwas anderes, als sich in Neuseeland verständigen können. Und das ist das Problem. Insofern braucht man, also das mit dem Brauchen ist jetzt so eine Sache. Aber ich würde jetzt davon ausgehen, dass trotz allem die Schule eine Institution, also ich würde jetzt überhaupt sagen, es geht nicht darum, dass man das richtig entwirft, sondern dass man aus dem, was ist, was macht. Ja, aber zuerst muss man sich auch fragen, ob man es überhaupt braucht. Gut, es hat vielleicht jetzt den Nachteil, dass es zu früh eine Grundsatzdiskussion ist. Aber die Frage, finde ich, muss man sich stellen, ja. Man muss sich aber auch die Frage stellen, was wir sonst oder was
wenn man die Schulen jetzt mal als Orte sieht, dann könnte man sagen, an jeder dritten Straßenecke haben wir einen Ort, aus dem man was machen kann. Wenn man die jetzt alle an IKEA verkauft, wäre es auch nicht so gut. Aber wenn Sie jetzt mit der Frage vor allem meinen, ob man diesen Typus des Lernens, der normaler Schulunterricht ist, braucht, dann denke ich, man lernt trotz allem immer noch was, aber alles in allem steht das eher dem Lernen im Wege. Also ich glaube, dass von der ganzen Haltung her die meisten Leute blöder aus der Schule rauskommen, als sie reingehen. Aber das sind so verschiedene Fragen, ja. Und ich fände es vorschnell, wenn man jetzt sagen würde, wir brauchen die Schule nicht, weil das würde verkennen, dass das eine ganz interessante Konkursmasse des Systems ist. Also eigentlich, ich knüpfe meine Frage so ein bisschen darauf ein, also was ich vielleicht vorher sagen muss, ich glaube, bei allem, was Sie jetzt vorher gesagt haben, haben wir alle gedanklich genickt und sagen, toll, genau, richtig, ja. Mhm. Spannend ist, glaube ich, jetzt eher für uns, wo sind denn für Sie jetzt die Grenzen dieser Richtung, dieser Freiheit? Also wo würden Sie sagen, nee, Moment mal, also so weit, so viel Freiheit ist dann doch nicht gewollt. Wir hatten gestern André Stern hier, den kennen Sie wahrscheinlich, seine Biografie. Genau, konkret, fänden Sie, wären Sie dafür, dass es möglich wäre, auch in Deutschland so aufzuwachsen wie André Stern? Also, dass es möglich ist, natürlich. Also, dass man zum Beispiel, das könnte man ja durch eine leichte Gesetzesveränderung machen, so wie in vielen Ländern, beispielsweise in skandinavischen Ländern, gibt es keine Schulpflicht, sondern ein Schulrecht. Und das ist schon auch eine andere Akzentuierung. Das Schulrecht wurde erkämpft. Die Schulpflicht wurde von den preußischen Behörden aufgedrückt. Und in Dänemark dürfen 7 Leute, wenn sie sich zusammenfinden, haben das Recht, eine Schule zu gründen und dafür Mittel zu bekommen. So aufzuwachsen wie André Stern ist natürlich biografisch ein großes Privileg. Ich meine, sehr viele Kinder, wenn es keine Kindergärten, keine Institutionen gäbe, würden überwiegend Fernsehen. Naja, kann man jetzt drüber streiten und wie weit. Ich würde jetzt nicht sagen, wir brauchen Schulen, um das zu verhindern, sondern ich will nur sagen, wenn man sagen würde, das überlässt man den Familien, dann käme man auch ganz schön vom Regen in die Traufe. Bitte? Ach so, gut. Ich will nur sagen, es ist sehr schwierig, eine besondere Biografie, die interessant und gelungen ist und wo man sich wünschen könnte, dass es viele solcher Biografien geben könnte, jetzt in der Art zu verallgemeinern, dass man sagen würde, so soll es überall sein, so wird es nicht überall sein. Nicht dazu braucht man eben ganz... Gut. Ich selbst habe, glaube ich, keine Frage. Also meine Frage wäre, und die Ihnen schon gegangen. Aber ich habe 2 andere Fragen. Aber dann hinter dran. Ich habe noch 2 Worte. Ja, die Leute, die hier in der Stream gucken, ja, haben noch Fragen. Dann stell mal. Ja, die eine wäre von Peter Andreas. Was würden Sie sich von der Piratenpartei wünschen, was die anderen Parteien nicht im Programm haben? Ja, also da finde ich... Ich muss sagen, dass es mir so geht wie natürlich vielen, dass ich nicht so was Genaues, also dass ich nicht so viel Genaues über die Piraten weiß. Und dass es, sagen wir mal, mehr oder weniger ein Gerücht ist, wie das durch ein paar Artikel, die man gelesen hat und so weiter, zustande kommt. Aber was ich auffällig und gut finde und wo ich denke, das ist jetzt nicht Gerücht, sondern das ist sozusagen valide, ist, dass es vielleicht zum ersten Mal eine politische Organisation ist, die nicht mit so einem missionarischen Wissen auftritt, sondern das Nichtwissen, man könnte jetzt sagen, als Lerngenerator hat und integriert. Und das ist eine andere Grammatik einer Organisation, oder also Institution ist es ja nicht, oder eines Diskurses, wie man es nennen will. Also zu sagen, wir beobachten das, wir wollen bestimmte Sachen, wir haben nicht auf alles eine Antwort. Es ist auch erlaubt,
dass jemand mal Milliarden mit Millionen verwechselt beim Schul. Also das ist nicht das Hauptproblem, sondern es ist eine Haltung, etwas rauskriegen und klären zu wollen. Also wenn man es jetzt mal so pathetisch sagen will, sich als lernende politische Kraft zu verstehen und nicht in dieser Weise, die man jeden Tag bei der Tagesschau und sonst wie vorgeführt bekommt, Leute, die sozusagen immer so tun, als würden sie etwas wissen und so erkennbar so wenig wissen. Das ist, und ich denke, dass die Piraten damit sozusagen in der Art und Weise, wie sie agieren, eine andere Dimension von Impuls oder, wenn man es auch so nennen will, Programm in die Gesellschaft reinbringen, als mit den großen Überschriften. Dass man sicherlich dennoch so etwas wie ein Programm braucht, das würde ich auch sagen, aber für mich das Entscheidende ist erstmal diese Haltung. Und was Bildung betrifft, denke ich, dass man im Gegensatz zu den üblichen Debatten über Föderalismus und oder doch eher mehr Bundes, mehr Berlin oder Zentralabitur oder nicht oder all die Sachen, dass man sehr stark setzen würde auf kommunale Verantwortung. Dass man zum Beispiel sagen würde, da gibt es ja Vorbilder, die Schweden haben das Ende der 80er Jahre umdirigiert, die haben ihre zentralen Institutionen, sie haben sich selbst genannt, geschlachtet, geben das Geld an die Kommunen und die geben es an die Schulen und die entscheiden, was sie damit machen. Also das ist jetzt gar keine Weltrevolution, sondern das kann man schon an Vorbildern auch sehen. Und so eine radikale Kommunalisierung und zu sagen, wie schaffen wir es denn, dass die Schulen, die sich in ihrer inneren Mentalität immer noch so stark als nachgeordnete Behörden gerieren, häufig auch da, wo sie es gar nicht sein müssten, also es ist zu viel vorwegnehmen, danke. Wie kann man die Schulen sozusagen in die Lage versetzen, lernende Institutionen zu werden? Hast du noch Fragen ins Ding jetzt? Ja. Weil dann können wir abwechseln. Von Konstantin aus Hamburg. Halten Sie es für sinnvoll, vielleicht notwendig, dass die Abschlussprüfung einer Bildungsinstitution zukünftig nur noch von der aufnehmenden Institution übernommen wird? Also die Idee, den Bildungsgang und den Bildungsabschluss institutionell zu trennen? Bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, dass es falsch ist, was jetzt zum Beispiel so mit Zentralabitur diskutiert wird. Es gibt ein paar durchaus vernünftige Argumente, aber es wird darauf hinauslaufen, dass es noch stärker ein, was man so nennt, Teaching to the Test befördert oder noch stärker diese Bluffhaltung in der Institution. Also lernen, um wieder zu vergessen. Man könnte sagen, das ist, finde ich, kein unvernünftiges Argument, aber so wird es jetzt nicht kommen, dass wenn man den Schulen wirklich Freiheit oder Autonomie geben würde, dass es dann so durchaus einen zentralen Test geben könnte, wo aber mehr die Schulen als die Schüler getestet würden und auch mehr die Lehrer als die Schüler. Das ist ja das Problem bei Zentralabitur, die Lehrer haben Angst, dass sie jetzt getestet werden und redet über die Schüler. Aber das wäre dann etwas, was man so in internationalen Diskussionen nennen würde, so Minimal Standards. Ja? Ja. Und nicht jetzt, da dass Zitronensäure vorkommt, wo man sich nur deswegen mit der Zitronensäure beschäftigt, weil die im Abitur vorkommt. Und es gibt keinen anderen Grund, außer man will Chemiker werden dann, oder Biologe. Und diese Sache wird wahrscheinlich jetzt durch diese zentrale Prüfung verstärkt, dass man noch mehr sagt, also diese alte Geschichte, für die Schule zu lernen und nicht für das Leben. Die Frage geht, glaube ich, mehr so in die Richtung, den Bildungsgang als etwas Eigenständiges zu sehen, ja, und Prüfungen quasi darauf abzustimmen, was danach kommt. Also das heißt, ich fange an der Uni an, ja, ich verstehe für die Uni, dass Uni das auch kann, also nicht zentral. Ja, dafür spricht manches, aber wie bei all den Sachen hängt es davon ab, wie man es macht. Wenn man jetzt an einem Vormittag mit irgendwelchen Tests entscheidet, ob jemand studieren kann oder nicht, wie das hätten wir koreanische Verhältnisse mit vielen Schüler-Selbstmorden oder Jugendlichen-Selbstmorden, denn alles, weil dann würde ich jetzt noch sagen, dass ein Lehrer, der jemanden jahrelang kennengelernt hat,
und mal vorausgesetzt, der ist kein Zyniker, über den Schüler mehr aussagen kann als ein Test an einem Vormittag. Andererseits, wenn man zum Beispiel, das ist ein Beispiel, wie in Finnland von den Universitäten Studierende für ein Lehrerstudium ausgesucht werden. In Finnland, das ist ja ein besonderer Fall und erzählt auch einiges über das System, gibt es an den Hochschulen, je nach Hochschule, zwischen 7 und 10 Mal so viel Bewerber für einen Studienplatz im Lehrerstudium, wie Plätze sind. Und dann ist also, dann gucken die sich die Noten an, dann schreiben alle einen Essay, einen Aufsatz, zu einem, müssen 2, 3 Bücher lesen und dazu müssen sie etwas schreiben, darf eine bestimmte Länge nicht überschreiten, weil das muss ja auch alles gelesen werden. Und danach werden welche zu Gesprächen eingeladen und danach wird entschieden. Die nehmen sich sehr, sehr, sehr viel Zeit dafür. Es gibt auch bei uns ein paar gute Universitäten, die sich Zeit nehmen. Wittenherbig, der Zeppelin-Uni. Wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dann glaube ich, ist es schlecht. Also insofern ist es sehr schwer zu beantworten, jetzt zu sagen, statt Abschlussprüfung, Eingangsprüfung, weil die Eingangsprüfung kann genauso verteufelt sein wie eine Abschlussprüfung. Danke. Wir haben jetzt halb. Kann man das noch eine halbe Stunde ausgehen? Würde ich gerne. Also wer ich schon? Was ist jetzt das? Also, wir hatten so einen groben Zeitrahmen, aber so. Wir... Ich würde gerne, ich sag mal, was ich gerne noch machen würde, also ja. Ich meine, ich würde jetzt gerne bis heute Abend hier noch reden, das geht ja nicht. Ich würde gerne ein Beispiel aus der Schweiz zeigen, ja. Und noch ein deutsches Beispiel. Also wir haben noch 2 Wortmeldungen, die würde ich gerne jetzt machen. Natürlich, ja. Und dann ich sage auch nicht, dass wir das machen müssen, ich sage, was ich gerne würde. Ich habe 2 Fragen. Die erste Frage ist, was passiert mit den Kindern, die ihr Pensum, was ich vermute, irgendwie umrissen ist, also ihre Aufgaben eigentlich nicht machen und nicht innerhalb eines Jahres gemacht haben, wie zum Beispiel sagen, ich mache nur Biologie oder ich mache nur Deutsch oder ich mache nur Englisch. Das ist der erste Teil meiner Frage. Und der zweite Teil meiner Frage ist, die Lerntheorie, die hinter Ihren Gedanken in den Filmen zumindest jetzt steckt, ist ja nicht nur die Regiopädagogik, sondern auch der Konstruktivismus, der im Moment ja sehr vorangetrieben wird. Sie begründen das auch oder ziehen zumindest hinzu, McKinsey, alle möglichen Daten, OECD, PISA war vorhin schon im Gespräch. Inwieweit würden Sie denn sagen, gibt es da auch Grenzen des Konstruktivismus? Beziehungsweise geht das nicht im Moment rein politisch gesehen ganz wunderbar überein mit dem Neoliberalismus und dem, was ohnehin im Moment umgesetzt werden soll, nämlich auch mit einem letztendlich Menschenbild, was unheimlich funktionalistisch ist. Denn der Konstruktivismus baut ja darauf aus, dass es um Problemlösungskönnen geht und eben nicht mehr um Wissen und sie lehnen ja auch die Stoffvermittlung in dem Sinne ab. Also das ist jetzt wirklich sehr viel und sehr grundsätzlich. Und wenn das jetzt nicht nur weitere Missverständnisse produzieren soll, würde man etwas Zeit brauchen. Also was Konstruktivismus betrifft, habe ich sehr viel gelernt von Heinz von Förster. Der gilt als Begründer des Konstruktivismus, aber sagt, ich bin doch kein Konstruktivist. Also Konstruktivist ist so eine Zuschreibung und schon wieder so ein Schubladensystem. Und ein guter Konstruktivist will nicht in der Schublade sein. Aber ich würde mich auch gar nicht als Konstruktivist beschreiben. Aber ich würde schon sagen, dass was der Konstruktivismus verneint, oder andersherum, die Verneinung, die der Konstruktivismus ist, ist die Vorstellung, dass sozusagen die Wahrheit irgendwo definiert ist oder aufgeschrieben ist oder vielleicht auch noch nicht gefunden ist, aber da ist und dass sie in die Köpfe rein soll. Das kann man auch ganz anders sagen. Also seit Heraklit, der kein Konstruktivist war, gibt es dieses Bild, in der griechischen Antike und dann wieder in der Renaissance, weil Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Flammen, die entzündet werden wollen. Und das, finde ich, ist der Unterschied. Ja? Also nicht dieses Fässerfüllen oder man kann jetzt noch schöne Zitate bringen, Herodot, Weisheit ist kein Schiff, das beladen wird, sondern da kommt wieder diese Idee der Flamme. Das, glaube ich, ist grundlegend, weil Wissen. Und es geht auch um Wissen, es geht nicht nur um Kompetenzen. Also aber auch das Wissen, in dem sozusagen so viel Tradition steckt, auf die man doch nicht freiwillig verzichten sollte, das Wissen
ist, das liegt nicht in Klarsichttüten vor, sondern das ist, hat so eine molekulare Struktur. Und es funktioniert nur dadurch, dass die Moleküle sozusagen ungesättigte Arme haben. Und das sind die Missverständnisse, aber auch die Erneuerungsmöglichkeiten an der Stelle. Und wenn ich jetzt McKinsey zitiert habe, dann diese Studie, mit der man gut argumentieren kann, und das hat jetzt nichts damit zu tun, jetzt, also als sei jetzt McKinsey auch eine Religion, der man jetzt zugehört, wenn man sie einmal zitiert. Also dann kommt jetzt sozusagen so etwas Verdächtigendes rein, wer ein falsches Wort sagt, ist neoliberal oder so. Es gibt ja vielleicht sogar auch im ganzen Kontingent der neoliberalen Ideen zwei, drei Sachen, mit denen man was anfangen kann. Aber nicht diese Haltung, das ist doch die Frage. Die erste Frage, glaube ich, war noch, ob in der betreffenden Schule ein Kind, das sich für Englisch entscheidet, dann auch was anderes lernen muss. Habe ich die so richtig verstanden? Genau. Also jetzt in der Wartburg-Schule? Genau. Ja, genau. Lösen die das Problem, wenn ein Kind ein halbes Jahr lang nur sagt, ich mache nur Englisch? Oder? Ja, das geht, glaube ich. Also ich bin mir nicht so sicher. Ich kenne Schulen, die machen das genau so. Also zum Beispiel die wunderbare Primaria-Schule in St. Gallen. Weil sie davon ausgehen, dass irgendwann interessiert man sich auch für dieses, was jemand, und manche auch nicht, aber es ist doch auch nicht so schlimm. Man kann ohne Biologie genauso gut leben wie ohne Dreisatz. Die Antwort soweit okay, können wir gar nicht gleich noch diskutieren. Also, Bettina, du hattest noch was? Ich habe mir vor kurzem Treibhäuser der Zukunft nochmal angeguckt und dann gedacht, vieles davon könnte man heute wahrscheinlich ganz genauso noch sagen, ist aber inzwischen jetzt irgendwie 8 Jahre her oder 10 fast. Ich kenne auch ein paar von diesen Schulen. Gibt es Sachen, wo man jetzt sagen würde, nach 10 Jahren das und das hat man inzwischen jetzt dazugelernt, das und das würde man jetzt nicht mehr ganz, also nicht ganz anders machen oder aber zumindest nachsteuern? Ja. Also, das ist natürlich auch alles jetzt weiter. Ich meine, die Grundidee jetzt nochmal zu diesem Film war ja, dass man neben diesem auch etwas deutsch-typischen Klagelied, so in der Art, wir würden es ja auch so gerne machen wie in Finnland, aber leider sind wir keine Finnen, also kann man nichts machen, etwas verkürzt gesagt, ja, dass man da gegensteuert und sagt, es gibt auch hier Dinge, und um etwas gut anzufangen, muss man auch nicht immer vorher erst alle Rahmenbedingungen geändert haben. Das ist auch so eine Ausredestruktur. Das ist, aber es gibt inzwischen x andere, es geht weiter. Also diese Schlenitzel-Sache, die ich angedeutet habe, die wäre vor 10 Jahren so gar nicht möglich gewesen. Ja, gut. Ja. Dürfte ich die Beleuchtung bitte wieder hier vorne dunkel zu machen, dann gucken wir den nächsten Film. Gut, ich zeige jetzt etwas, muss ich gar nicht viel zu erklären, aus der Schweiz. Und ich denke, das ist auch etwas, was eine hohe Piratentauglichkeit hat. Romans Horn auf der Schweizer Seite des Bodensees. Dort wurde vor fast 30 Jahren von einem unzufriedenen Lehrer eine neue Schule gegründet, das Haus des Lernens. Inzwischen gibt es 18 dieser Schulen, sie sind im Besitz der Lehrer. Begonnen wurde diese Art Schule zu machen hier. Das erste Haus des Lernens in Romans Horn. Lehrer nennt man Lernbegleiter, die Schüler heißen Lernpartner. Peter Fraton ist der Gründer. Das ist eine ganz vielleicht banale Geschichte, aber es gab damals ein Schüler an der staatlichen Schule, der Röbi, der ist nach Ende der Schulzeit, das war 3 Jahre bei mir, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Fraton, das kann es doch nicht gewesen sein. Und da habe ich ihn gefragt, also was meinst du? Und er hat gesagt, jetzt sei er 9 Jahre hier gewesen und eigentlich wisse er gar nicht, was er da gemacht habe. Und dann
dann hat mich das so betroffen gemacht, weil ich mich sofort erkannt habe. Ich war so in diesem Schema drin, also ich wusste, was zu machen war, ich wusste meinen Stundenplan. Ich habe mir diese Frage, also das kann es doch nicht gewesen sein, oder was wäre denn, wenn es etwas anderes wäre, die habe ich mir dann gar nicht also gestellt, weil ich so im Alltag drin war. Gestalteter Raum ist zumindest ebenso wichtig wie die Definition von Lernzielen, die es natürlich auch gibt. Adjektive richten sich nach Numerus und Genus. Das ist der Kernsatz. Bon, belle. Bon, bon, comme ça. Bon, très bien. Der Raum ist der dritte Pädagoge. Die Umgebung soll einladen und herausfordern. So wird die Choreografie des Lernens verändert. Umbau des Raums und der Zeit. Also vormittags sind für uns so die klassischen, wie wir sagen, Pflichtfächer. Mathematik, Geometrie, Französisch. Und da ist ein relativ strikter Regelstundenplan. Das heißt, wir haben abwechslungsweise Inputs, also kurze Faszinationsphasen. Und nachher Lernatelier, wo sie für sich alleine den Stoff wie nacharbeiten. Der Nachmittag, das steht mehr so für die Bildung generell, gestalterische Teilbereiche, unternehmerische Aspekte, Projekte, wir nennen das Kreativas. Im Haus des Lernens haben auch die Dinge etwas zu erzählen. Sie laden ein. Sie machen Hunger auf die Welt und Vorfreude auf einen selbst. Das Wichtigste ist, ich würde es mal so sagen, dass die Kunst die Wunden heilt, die der Verstand schlägt. Au Mama, parallel, Ustreit, vor, plie, plie. Expeditionen in den Wald sind auch im Haus des Lärms noch etwas Neues. Pubertierende sehen sich manchmal nach der Steinzeit. Hier ist ein Lehmofen, haben wir selbst gebaut. Also am Anfang war ja so, wir mussten erstmal hier alle richtigen Steine, die man gut nehmen kann, musste man zusammenschleppen. Weil das hier aber zwischendurch auch noch Löcher hat und der Rauch rauskommt, mussten dann alles mit Lehm abdichten. Und hier hat es eine Steinklappe, die kann man zuklappen und damit die Wärme schön drinnen bleibt. Der Rauch kann von unten durch ein Loch hier hinten drin hier rausziehen und das dauert nicht sehr lange. Wir haben vorher die erste Pizza gegessen, war ziemlich lecker. Sie bauen sich selber auf, oder? Wir haben Beispiele, einen Staudamm. Eine Gruppe hat sich als Ziel gesetzt, einen Staudamm zu bauen, oder? Und haben dann im Bau gemerkt, eine gewisse Unzufriedenheit bemerkt, weil das Wasser ist immer irgendwo durch, oder? Und sie haben dann gemerkt, ich musste dann nur kleine Inputs geben und sie haben gemerkt, dass eigentlich jede gestaute Energie will irgendwo hin. Wohin mit der Energie? In welche Bahnen wird Energie kultiviert? Wie schafft Selbstorganisation Eleganz, Ökonomie und Schönheit? Wenn man ihnen viel zutraut. Gehört für uns zum Beispiel auch dazu, dass sie einen Schlüssel bekommen. Die bekommen in der ersten Woche einen Schlüssel und können von morgens 6 bis abends 10 hier hinein. Und ich habe in den 13 Jahren, wo ich das jetzt mache, wurde ich einmal enttäuscht. Viele Arten zu lernen und zu lehren haben Platz. Die Jugendlichen und die Erwachsenen nehmen sich die Freiheit dazu. Das ist eine lernende Organisation. Natascha, Platin, das war schlicht perfekt. Du bekommst eine 6. Eine Schweizer 6 ist anderswo eine 1. Hast du über H2O referiert, eine 5,5. Olivia, Natriumchlorid, eine 5. Tatjana, Wasserstoff, eine 5,5. Angelina, Neon, sehr ausführlich wieder, eine 6.
Diese Schulen im Besitz der Lehrer verbieten sich das Jammern und erlauben sich, ihre Probleme selbst zu lösen. Auch eine Berufsschule, die keine Berufsschule ist, haben sie erfunden. Die AG Neue Medien für Internet, Grafik und Computer in Romanshorn. Die Idee ist, dass wir mit den Jugendlichen zusammen diese Firma führen. Wir haben etwa 140 Mitarbeitende und ein Durchschnittsalter von etwa 19 Jahren und machen mit diesen Leuten etwa 2 Millionen Umsatz. Eine Schule, eine Firma, eine Akademie der begeisterten Autodidakten. Mindestens die Hälfte des Gelernten haben diese Jugendlichen von anderen Jugendlichen. Sie sollen Produkte herstellen und sie dürfen Fehler machen. Beides. Die Mischung ist es. Das schafft eine ganz besondere Atmosphäre. Wenn Leute Angst hätten, Fehler zu machen hier, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Das ist die absolut größte Lernquelle. Und deshalb eben auch diese Stimmung, die wichtig ist. Wenn man Angst hat, Fehler zu machen, dann kann man nicht lernen. Das ist tatsächlich eine neue Welt. Schule, Betrieb, Akademie, Uni und Selbstlernzentrum. Auch ein Atelier oder ein Jugendzentrum. Und wahrscheinlich sieht es in 2 Jahren schon wieder anders aus. Einfach nachmachen kann man die AG Neue Medien nicht, aber sich von ihr anstecken lassen, das könnte man. Wir fahren 20 Kilometer weiter und finden in Bürglen eine ganz normale staatliche Schule, was den Status betrifft. Die Sekundarschule Bürglen, also die Schüler, die Lehrer und auch die Kommunalpolitiker, haben sich anstecken lassen und machen Schule auf ihre Weise. Dies und jenes fertig haben. Da sagt jemand, ich werde die Wäsche waschen. Vieles stimmt. Es ist verständlich, was er machen will. Es ist für seine Person abgestimmt und es ist auch überprüfbar, logischerweise. Was aber fehlt ist, wie beschränkt er sich zeitlich? Bis wann will er die waschen? Achtet also bei eurer Zielsetzung darauf, dass die richtig sind. Ich habe eine Menge Ziele gesehen, die eben nicht korrekt sind. Da steht einfach nur Informationen sammeln. Das ist kein Ziel. Dankeschön. Wände wurden eingerissen. Ehemals 3 Klassen eines Jahrgangs, 64 Schüler, teilen sich mit 4 Lehrern eine, so heißt das jetzt, Lernlandschaft. Das Lehrer-Zusammenarbeiten ist eine neue und wirklich nachhaltige Erfahrung für Schüler. Die Basis ist ein Lernbüro, sozusagen das in der Gesellschaft übliche Zivilisationsniveau. Und diese Basis wird kultiviert. Der Kern von all dem sind Selbstständigkeit und Zusammenarbeit. Also ich gehe immer davon aus, dass die Schüler in die Schule kommen und arbeiten wollen. Und das wollen sie eigentlich auch. Und wenn man das zulässt und dann ihnen einfach den Weg gibt, dann kommt es selten zum Chaos. Wenn Lehrer in Ruhe gelassen werden wollen, schalten sie die Ampel einfach auf Rot. Grüne Lehrer sind ansprechbar. Und wenn sie auf Orange umschalten, müssen sich Schüler entscheiden. Ist auch ein Lehrer anwesend, aber jetzt kommt er gleich. Der ist auf Orange. Man sollte ihn nur in äußersten Notfällen was fragen, denn er ist beschäftigt. Wir haben einfach gewusst, es geht nicht mehr so. Es geht nicht, dass wir Schülerinnen und Schüler belehren, weil wir immer wieder am gleichen Punkt ankamen, dass sich diese gegen diese Belehrungen auch gewehrt haben und damit das auch gezeigt haben, zum Teil Scheiben eingeworfen, zum Teil einfach so eine Lethargie von Schülerinnen und Schülern. Einfach, die waren zwar da, aber lernen. Egoistische Züge, es ist böse gesagt, sind eigentlich welche, die damit zu tun haben, wie arbeiten wir gerne, unter welchen Bedingungen arbeiten wir gerne. Nämlich genau dann, wenn wir unser Umfeld mitgestalten können. Und wenn es uns gut geht, wenn wir das gestalten können, wird es den Schülern genau gleich gehen in ihrem Bereich, wenn sie es gestalten können. Die Schule in Bürglen hat den gleichen Status wie jede andere im Kanton Thurgau.
Und nach solchen Pionierschulen, man glaubt es kaum, wurde in Thurgau jetzt das Schulgesetz modifiziert. Ich habe nie irgendetwas erlebt, was ein Gesetz hätte bewirken können in der Bildung. Sondern es war immer so, man hat die Schule beobachtet und dann die Gesetze angepasst, dem, was gerade in der Schule passiert und nicht umgekehrt. Tschüss, Baby. Die Geschichte mit den Lernhäusern ist noch nicht zu Ende. Sie fängt gerade erst an. Ein Beispiel noch. Wir verabschieden uns von der Schweiz und vom Bodensee. In Künzelsau wurde eine freie Schule gegründet, initiiert von einer Unternehmerin, Bettina Wirth. Das Bündnis für Lernhäuser wird breiter. Die freie Schule Anne-Sophie wird ein Lerndorf. Es setzt sich aus Lernfamilien und Lernhäusern zusammen. Die Gründung trägt die Handschrift von Peter Fraton, der in Romanshorn vor 30 Jahren darauf bestand, dass Schule eine Heimat für Kinder und Jugendliche wird. Auf Vertrauen und Zugehörigkeit kommt es an und darauf, viele Arten des Lernens zu ermöglichen. Lernen darf nicht durch zu viel Belehrung vertrieben werden. Wie können wir in dieser Größe zu einer Intimität kommen? Wie gelingt es, dass die Lehrerinnen und Lehrer zu Begleitern der Kinder werden? Nicht mehr dieser Koch zu sein, der kommt und seinen gekochten Brei zwingt, allen Kindern auf die Teller haut und zwingt dann sie, diesen Brei aufzuessen, sondern man bildlich gesprochen dann mit den Kindern gemeinsam zu kochen, was allen schmeckt. Das wäre aus meiner Sicht etwas von der Richtung, in die es gehen kann und gehen sollte und die auch nach gewissen anderen engen Kriterien sehr erfolgreich sind. Also die Schüler dieser Lernhäuser machen in der Schweiz ein externes, also Abitur heißt es da nicht, sondern externe Matura und da ist bisher noch keiner durchgefallen. Natürlich werden nicht alle angemeldet, also das wäre jetzt ein... Aber es ist ja häufig eine Beobachtung, die man macht, dass wenn man in etwas anderer Weise arbeitet, man den engen Kriterien des Systems, also dass man das mit links macht. Ist es denn möglich, in diesen Lernhäusern nicht sitzen zu bleiben, sondern einfach ein Jahr länger zu lernen, bis man so weit ist davon? Ja, sitzen gibt es da sowieso nicht. Das ist auch mehr, das ist sowieso altersgemischt. Also da ist jetzt nicht alles erzählt in diesem Filmchen darüber. Also zum Beispiel bei den ganz Kleinen in der Primaria ist es eben so, da gibt es die Gruppe der ganz Kleinen und dann gibt es, also in der Schweiz ist die Grundschule, die Primarschule gibt es zur 6. Klasse. Und da gibt es eben zwei große Gruppen, also es geht mit den Dreijährigen los, also kann man hinkommen, muss man ja nicht, und die so 3 bis 6 ungefähr und dann die Älteren, aber das ist individuell der Übergang. Und da kann man auch nochmal zurückgehen. Also man muss und nicht sein Abitur nach 12 Jahren machen, sondern das nach 13 machen. Wenn es ist ja extern, nicht? Also das kann man mit 25 machen. Haben wir noch Fragen? Gut, dann darf ich mich zuerst mal bei Ihnen bedanken. Der Vortrag war sehr interessant. Wie lange stehen Sie uns noch zur Verfügung?